Ebola. Wir sitzen in einer Bombe in diesem Land, aber eigentlich der Kalte Krieg zwischen zwei mächtigen Ländern zum Beispiel, das ist diese Virusbombe ist in 20 Jahren in einem privaten, dann in Privatlabor das gemacht, damit die dritte Weltkrieg kommt. Die Flutwelle von dieser Bombe-Virus normalerweise ist, dass die Leben in dieser Fluchtwelle oder die Toten, dass die besten Regionalskrimi von dem Kalten Krieg. Die Wanderin Apotheke oder die Forscherin sagt, dass diese Virusbombe ist zu bekämpfen und ist ein großer Kampf von einer Menschheit, tot oder lebendig, wo Millionen Menschen normalerweise wird diese Virusbombe überall in verschiedene Länder, zum Beispiel in Indien oder so und in Indien oder in andere Kontinente, fast die ganze Welt. Deutschland und andere Länder sollen normalerweise keine Patienten hier, weil wird das diese Virus überall, wenn sie wollen, die können normalerweise das in Afrika oder in Marokko eine normalerweise das Hospital da dort machen mit Roboterdoktor, sonst nachher haben wir normalerweise dass diese Ebola-Virusbombe überall. Ebola, wir sitzen in einer Bombe in diesem Land, aber Träume von Kraft und Freiheiten oder die große normalerweise Visionarheit ist das die Hoffnung, dass diese Gehör für die Menschen normalerweise eine gute Botschaft dazu geben und eine entschlossene, dass Afrika-Bombe-Virus wird das in alle Kontinenten. Die Batwa oder diese Länder, wo das jetzt Virus haben, waren die Volk, die lieber, die lächeln. Und dann, die haben schon, aber die Erde war sehr, sehr viele begraben mit Diamanten. Und wie könnte das diese Diamanten holen? Nur mit einem Kalten Krieg, mit Virusbombe, dass die Leute Menschen tot und dann die Diamanten zu bekommen. Aber dieser Virus ist normalerweise eine Epidemie, nicht von Affen gekommen, wo ist eine Epidemie oder ein Instrument der Kalten Krieg, wo viele Milliarden Menschen normalerweise wollten von durch diese Virusbombe oder von dieser Atombombe normalerweise das produziert. Und diese Antivirus oder dieses Serum für diese Bombe ist wird normalerweise das zum Beispiel sehr viele diese Antikanzer zum Beispiel oder Biovizin-Serum oder die Serum CMAP oder die MMS, wo die ganze Antiviren. Außerdem normalerweise in diese Ebola sollen das diese Länder produzieren sehr viel Roboter aus Japan, Roboter aus China oder Human-Roboter-Doktor. Sonst normalerweise dass diese Virus wird normalerweise das in die ganze Welt. Die Gene sind verdoppelungsfähig. Zum Beispiel in Linear der Chromosomen und Angehörte und es besteht das DNS. Aber DNS ist ein Molekül, zum Beispiel, und geblieben aus Millionen von Atomen, das ständig zittert und dann wackelt und schwenkt. Und diese Moleküle ist normalerweise 1500 Umdrehungen und in Minuten, aber die Kopie von Geschwindigkeit beträgt normalerweise 10.000 Buchstaben pro Sekunde. Und es gibt normalerweise das Genus-Operator, die kleine Liste von Materieneinheiten, wo normalerweise dieses Syndrom wird das von Gen und haben das spezialisieren die Wirkung von einschaffen Individualismus. Diese Impfung normalerweise zu bekämpfen, ist das der Kampf von Menschheit und ist eine Botschaft, dass die heilige Kraft von dieser
Virus muss sofort normalerweise, sonst wird das in alle Kontinente. Die Evolution von dieser Materie, Geist, das ist normalerweise Leib, Seele und Geist, Menschheit. Und dieser genetische Code ist normalerweise das, zum Beispiel eine Innovation, dass diese Ebola-Virus zu bekämpfen. Innovation der Gerechtigkeit, eigentlich normalerweise Ebola ist ein Sitzen wie eine Bombe in diesem Land, weil Träume von Kraft und Freiheiten, das sind normalerweise das die Hoffnung in eine Botschaft der Erlösung. Dieser Virus ist normalerweise das von 20 Jahren in ein Lager da dort gemacht, damit die Menschen zum Beispiel in Afrika zu eliminieren, weil die Kontinente sind jetzt, die Kalte Krieg ist schon da. Aber Ebola-Alarm dürfte normalerweise nicht hier in Bundesrepublik Deutschland das installieren, weil eigentlich ist das sehr schwierig. Und wenn die Seele leidet, nachher, das ist normalerweise, dass dieses Serum kann die Ebola bekämpfen. Weil dieses Serum hat normalerweise das eine sehr gute erreichbar, zum Beispiel das alle Virus zu bekämpfen. Mit Ebola zu bekämpfen ist das MMS, mit Ebola zu bekämpfen ist CMAP, mit Ebola zu bekämpfen sind normalerweise das MMS und dann verschiedene Sachen, wo man die ganze Virus kann, der alles weg. Die Papa und Konda und Afrika waren die Volk normalerweise der Lieder das Lachen, aber die sagen, dass dieser Virus ist normalerweise von den Affen. Das ist Quatsch. Dieser Virus ist normalerweise von einer speziellen Atombombe und ist von 20 Jahren hier irgendwo etwas gelandet, damit der Kalte Krieg kommt. Ich bin eine Forscher und von diesem Kalten Krieg, wie kann man die Menschen zu eliminieren? Über die Viren, das ist der ganze Kontinent. Aber wenn wir sagen, nie wieder Krieg, der kalte Krieg mit Viren, ist das überall normalerweise gegen Religionen, gegen sehr viele Menschen in Kontinente. Das ist diese zu. Aber die eigentlich, sie müssen normalerweise das nicht nur eine Doktor dahin, weil der Ebola wird normalerweise infiziert in über Flugzeuge, nicht nur in Europa, in Indien wird normalerweise das Marokko, Indien, verschiedene Kontinente in Europa, aber sie dürfen normalerweise einen Roboterdoktor und nicht keine echte Doktor, weil dieser Virus ist wie eine Bombe und der macht das normalerweise, dass darin die Google und verschiedene Länder oder Japanisch muss normalerweise einen Doktor installieren in Afrika, dass dieser Doktor, Roboterdoktor, können normalerweise dass diese Virus zu bekämpfen, weil nicht direkt in Kontakt mit den Menschen und das ist die einzige Lösung zum Beispiel und gleichzeitig mit drei Serumen, dass diese Ebola zu bekämpfen. Die sagen nur in Afrika, aber kann passieren, dass von der Karte zum Beispiel in
letzte Codec von Europa oder letzte Codec von Afrika steht, dass diese Virus werden in alle Kontinente verteilt. Und die müssen das wissen, dass diese Virus ist wirklich eine richtige, ist wirklich normalerweise das Virusbombe für die dritte Kalte Krieg, wo Milliarden Menschen normalerweise in Afrika, Indien und wahrscheinlich auch in Europa würden das eliminieren ohne eine Bombe, ohne eine Gas. Die neue Kalte Krieg kommt, weil die wissen jetzt, Russland, USA, die Machtkampf zwischen zum Beispiel ISI und die Welt erobern. Sanktionen, Lügen, Propaganda, Virusbombe, Gas, Klimawende, Spionage, Kalte Krieg. Und da wird normalerweise von zwei mächtigen Ländern. Aber wir müssen wissen, dass der visionäre Menschen diese Bombe ist richtig eine Virusbombe von Atom produzieren und nicht von Affen. Normalerweise ist eine Produkte, dieser Virus ist von 20 Jahren in ein Labor von einer Atombombe produzieren und dann der Flug der Welle von dieser Bombe, Virusbombe, ist das normalerweise der Flug der Welle für Toten, wo das die beste Regionalskrimi von der einen Kalten Krieg kommt. Die Wanderin Apotheke zum Beispiel oder die Forscherin sagt, dass dieses Virus zu bekämpfen ist ein großer Kampf von Menschheit. Tot oder lebendig von Milliarden Menschen würden normalerweise das in diesem Kalten Krieg zu bekommen. Und das ist die Illuminati oder wie Trilogie von Tempel, der Teufel von Kampf. Und Afrika soll das normalerweise das wissen, weil MMS, CMAP, NIAID, NIHI oder diese Serum Biokinarin kann normalerweise das diese Virusbombe zu bekämpfen. Und das ist eine richtige, weil eigentlich die Kalte Krieg von den Viren ist normalerweise von alten Codex und diese Codex von Afrika zeigte, weil Afrika hat sehr viele damals Mineralien und so und wie soll man diesen Kontinent erobern und von 1000 Jahren haben die normalerweise, dass diese Codex erzählt, dass diese Virus soll nicht nur alte Codex soll nicht nur in Afrika, aber die soll normalerweise in Europa und Indien und dann andere Kontinente auch. Die Welt geht nicht unter, aber ich bin erschüttert, dass die Menschen wie im Mittelalter glauben in Dunkelheit, dass die Welt geht unter. Schon immer in ganzer Welt glauben die Leute, dass die Welt geht unter und die Leute haben so sehr viel Angst, dass der Weltuntergang am 21.12.2012 passiert. Inneren seelische Phänomene mit dieser Unterlust verspüren, dass die Welt untergang geht am 21.12. Das ist falsch. Wenn die Welt kommt unter, nur wenn die Bienen sterben, wenn die Bienen von dieser Erde verschwinden, dann hat der Mensch nur 4 Jahre zu leben. Das heißt, keine Biene, kein Leben, keine Blume, keine Pflanzen, keine Tiere, haben wir auch keine Menschen. Gott ist eins, aber dass der Menschen scheint, eine angeborene Lust am Untergang zu haben, denn die Welt würde in Flammen und würde von großen Weltreligionen schildert, bildhaft, was auch die Maya-Menschen von 300 Jahren falsch gerechnet. Ich wiederhole, dass der Gott ist eins, aber ich war in ein atheistisches Land in Europa geboren und fast alle Religionen der Welt bekämpfen sich zum Gewaltverzichten. Doch ist einer entsprechend, dass der Moral hat sich nicht durchgesetzt. In einem Appell an Kriegsgewinner von Religionen, dass diese Inszenierung
und Zeichen vom Propheten, dass der Weltuntergang ist nicht am 21.12.2012. Und ein Appell an Religionen und politische Führer sage ich mit aller Kräfte, Gott ist nur ein Gott. Gott ist nur ein Gott. Ob der Muslim ist, Christ, Orthodox oder Indisch oder Jüdisch, der Gott ist nur einer. Und die Welt geht nur in Flammen von Religionen. Die dritte kalte Krieg kommt, aber die Welt geht nicht unter am 21.12.